Ja, manchmal schon. Also manchmal muss ich dann setzt man die Ziele natürlich immer wieder höher, aber dann muss ich immer dran denken, wie es im Juli war oder im August war. Und dann sage ich, ja, ich habe schon alles erreicht, was ich erreichen wollte bis jetzt. Ja, erwarte natürlich jetzt erstmal nicht so richtig viel, aber ich erwarte schon, dass ich, wenn ich ein paar Mal starten darf, dass ich mindestens zweimal sage nach dem Rennen, ich habe alles gezeigt, was ich konnte, alles getroffen, was ich konnte und bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Und dann, ja, da muss man einfach schauen, was es dann wird. Ist schon wichtig für mich, dass ich einfach auch sage, ich kann da vorne auch mal reinlaufen und die besten 10 und schaffe das auch nicht nur einmal, sondern auch zweimal hintereinander. Und ja, das ist natürlich ein viel besseres Gefühl, so zur WM zu fahren, als wenn das im Dezember passiert und dann die Formkurve einfach absinkt. Also so sage ich einfach, ich freue mich drauf und trainiere noch mal hier ein paar Tage und dann geht es wirklich los. Dass man das dann wirklich umsetzen kann, ist ja dann die andere Sache. Man muss es sich natürlich schon mal vorstellen und versuchen, es zu erreichen, aber dass es immer klappt oder dass man das dann auch so schnell abrufen kann, das ist natürlich dann auch für mich schön. Ja, also den ersten Block haben wir jetzt hinter uns. Morgen ist der Ruhetag und dann geht es wirklich nochmal diesen Feinschliff mit ein bisschen schnellerer Belastung und auch so zu schießen. Und dass ich jetzt einfach nochmal gut trainiere, auf jeden Fall gesund durchkomme, auch wenn das Wetter nicht so gut ist und dann einfach ja, mich freuen, dass ich dann wieder Tasche packen kann zu Hause und dann wirklich, dass es losgeht nach Novo Mesto. Ja, auf jeden Fall erstmal ein bisschen nach Hause kommen, Sport mal kurz 2 Tage vor der Tür lassen und dann motiviert weiterfahren. So, Autogrammpost hat auf jeden Fall zugenommen. Also das ist für mich total außergewöhnlich, was im Moment da ankommt an Briefen und Post und sowas. Und in Oberhof war es noch so, dass mich keiner mit Namen richtig gekannt hat. Da bin ich an den Zuschauern vorbei. Ja, wer ist das? Wer ist das? Und jetzt in Antholz haben sie wirklich da mit Namen auch angefeuert. Und das war jetzt innerhalb von 2,5 Wochen. Und da merkt man dann schon, dass sich da ganz viel getan hat. Einmal war ich zum IBU Cup da, aber es waren noch die alten Strecken. Also Schießstand kenne ich, Strecken halbwegs und ja, aber das ist ganz egal. Ich fahre einfach hin und laufe und schieße dann einfach. Ja, Top 10 auf jeden Fall. Also wenn ich das im Weltcup schon mal geschafft habe, dann bei einem Rennen vielleicht auch bei der WM. Und mit der Staffel natürlich, dass wir da ein super Ergebnis machen.